Hallihallo, da bin ich wieder. Heute in der Folge geht es mit dem ME-System weiter. Dazu hatte ich wegen was vorbereitet und diesen neuen Solar wollte ich mit euch gemeinsam bauen. Ich möchte noch eine Anmerkung machen zu der Mobfarm. Ich hatte ja hier oben, wenn man jetzt sich die kleinen Zombies hier rausfiltern möchte, das ist so eine Methode, die habe ich wahrscheinlich gerade herausgefunden. Das sind hier nur die kleinen Zombies. Die werden zwar nie erwachsen, ich fülle bloß mal schnell Blut auf. Ich habe ja hier oben meine Mobfarm und da habe ich diesen Creeper-Schädel rein. Und die Kleinen, die rutschen anscheinend immer hier an diesem kleinen, an diesem Creeper-Kopf vorbei. Puh, es wäre eine nette Methode quasi, wie man sich die Kleinen von den Großen wegzüchten kann oder wegholen kann. Ich sehe zwar keinen Nutzen momentan. Oh, was ist da los? Hab zwar keinen Nutzen jetzt da davon. Aber ich wollte ich nur erwähnen und vor allem, die bleiben hier unten ewig lang stehen. Ich habe nicht gesehen, dass die spawnen oder zumindest nicht bewusst. Habe ich nicht bewusst aufgepasst. So, als erstes, bevor wir loslegen, ich wollte ja erst einmal mit euch diesen Solarpanel 3 machen. An der 3, diesen 5er, diesen hier, diesen Steigen, diesen 5er. Der macht 8 Millionen Einheiten oder Kapazität hat er. Und was steht da noch mit dem Regen? Habe ich da gerade was? If you need to retain energy in atoms, harvest while sneaking. If you need to retain energy. Okay, also, das ist jetzt der normale, den ich ja schon standardmäßig in irgendeinem Video mal gepostet habe. Und da ich zwei brauche, ich mache mir hier gleich mal vier, weil ich das Material vorbereitet habe mit 64 insgesamt. Also, ich mache mir jetzt hier vier. Das ist übrigens meine Photovoltaikzelle 1 und das ist meine Photovoltaikzelle 2, die ich benötige für das Teil hier. Für diesen, das ist diese hier, Photovoltaikzelle, Moment, 2, den Dreier ist, Leute, ich habe schlecht vorbereitet. Ich will doch jetzt den machen, ne? Habe ich jetzt gesagt, den mache ich? Nee, den mache ich hier. Bin doch schon gut vorbereitet. Hier Photovoltaikzelle 2. Da brauche ich vier Stück und einen Eisenblock. Einen Eisenblock habe ich mir ja schon zusammengebastelt. Die Uhr liegt hier. Das heißt, ich werde jetzt da mal drauf drücken. Halt, dann wird er den falschen angeklickt. Den hier brauche ich. Und ich mache es auswendig. Mir fehlen nämlich die Zellen hier. So, diese Photovoltaik 2 Zellen, die fehlen mir. Da brauche ich drei Stück, deswegen sind auch drei vorbereitet. So, jetzt habe ich es. Zack. Jetzt habe ich zwei von diesen 2 Millionen nochmal gemacht. Die werde ich auch später, denke ich, brauchen. So, als nächstes habe ich was gecraftet. Ja, ich habe mir hier mal Elementium gemacht. Die claim ich gleich mal. So. Also, ich brauche ja jetzt halt hier, um meinen Alchemie-Katalysator fertigzustellen, brauche ich quasi diesen Braustand. Dazu brauche ich Lohenruten. Die habe ich jetzt. Habt ihr das gesehen, wo ich die angepflanzt habe? Doch beim letzten Mal, glaube ich. Und das Ganze liegt natürlich hier. Hier mache ich mir meine zwei Braustände. Die lege ich mir dann quasi ganz normal hier rein und hätte meinen Alchemie-Katalysator gebaut. Ist zwar keine Quest, aber den kann ich hier zum Beispiel schon mal rauslöschen. Ist weg. Dann als nächstes dachte ich mir, ich baue mir einen halben, also einen diluted Mana Pool. Der nimmt weniger Mana auf, wird so ein großer. Und da ich aber den Alchemie-Katalysator wahrscheinlich selten nutze, habe ich jetzt so einen halben gebaut. Ich meine, was nehme ich jetzt für einen Stein? Quasi, das funktioniert das Rezept für diese Living Rock Slabs. Die sind auf Englisch, das andere ist auf Deutsch, auch nicht schlecht. Einfach ganz normal drei Blöcke unten rein, dann bekommt man sechs Stück. Ich mache mir hier einen Diluted Mana Pool. Und als nächstes, die Schere habe ich mir zur Sicherheit raus, brauche ich noch eine Karotte, die ich nämlich dann da reinwerfe und dann endlich meine rote Beete Seed zu bekommen. Oder meinen rote Beete Seed zu bekommen. So, und nun habe ich überlegt, wo stelle ich denn das Teil hin, ohne dass es mir hier die Optik zerstört. Und ich würde das jetzt pauschal hier reinstellen. Den Katalysator hier drauf und den Pool darauf. Jetzt habe ich natürlich noch keine Mana drin. Ich muss mal schnell was schauen. Oh, der ist voll.
Was macht denn mit dem ganzen Zeug? Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ein Mana-Tablet hatte ich ja schon befüllt. War ja fleißig gewesen. Ach so, fleißig, apropos fleißig. Wo sind wir denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man darf es gar nicht sehen. 3 Tage, 10 Minuten. Erzähl das bitte niemandem. Halt, meinen Stab brauche ich noch. Den habe ich jetzt vergessen. Vor lauter Labern wieder. Laber. Bist du eine Labertasche? Nein, ich bin ein Mensch. Okay. So, einmal. Zack, zack, zack. Wo habe ich ihn hingestellt? Ja, wo ist er denn? Ja, da ist er. So, erstmal schauen. Das passt. Dann füllen wir den mal auf. Das seht ihr schon. Ratzfatz ist der voll. Der hat also quasi wirklich ganz wenig. So, und ich brauche jetzt theoretisch nur die Karotte da reinwerfen. Zack. Oh, der hat er ganz schön verbraucht hier. Ah, muss ich doch einen großen bauen. Der hat jetzt hier 2 1/4. Was magst denn du hier? Ein zweites Hühnchen? Oh, das wäre perfekt für die Zucht. Oh, Moment, das ich lenke gerade wieder ab. Wo kommt jetzt das wieder her? Eine Kuh habe ich gefangen, ja. Eine Kuh. Erstmal schlafen. Oh, ich kann nur nachts schlafen. Dann bitte einmal Sonnenschein. Danke. Hühner fangen. Ich habe keine Zäune mehr. Ich habe doch Zäune gemacht. Zäune. Zäune. Achso, hier. Pass mal auf, da ist mir noch was. Da habe ich dieses Buch gemacht, weil ich mich mal mit diesen Menril beschäftigt habe. Ich lenke wieder ab, ich weiß, ist kein Problem. Für mich nicht. Ich hatte ja dieses Menril, das Zeug hier. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn? Wie kann ich denn hier was lernen? Und fragt mich jetzt nicht, wie heißt dieses Buch? Was habe ich da eingegeben? Ich kann es ja gar nicht sagen. Integrated habe ich eingegeben. Habe ich auch keine Ahnung. Entschuldigung. Integrated habe ich mal nachgeschaut. Das ist alles dieses blaue Zeug und auch dieses Chorus in dem Block drin. Und ich habe jetzt damals das Buch gecraftet. Es geht so, also 2 so crystallized Mandrill Junk. Quasi, da habe ich einen Block gebraucht. Den stellt man wieder aus dem ganz normalen Crystals her und die bekommt man ja. Wo ist denn mein Setzling? Mein Seed? Da ist er. Der Baum. Nee. Wo habe ich die jetzt her? Doch, ich habe einen Baum gepflanzt. Vom Baum gepflanzt und dann habe ich die, sind die rausgekommen oder wie? Das mache ich aber bei Gelegenheit einmal, weil das ist nämlich ein umfangreiches Buch. Da gibt es auch was mit Netzwerkkomponenten. Man kann Materializer bauen und mit neuen Sachen. Fragt mich bitte nicht, jetzt, was das ist. Das liegt in der Kiste. Und die Zäune habe ich zwar auch hier irgendwo abgelegt. Wusste bloß nicht mehr wo. Und das Hühnchen will Weizen, oder? Was will denn das Hühnchen? Ne, das Hühnchen will das Zeugs, glaube ich, hier. Dann klaue ich mir das schnell mal. Der Frosch, der echt, der kackt überall hin. Komm mal mit, du. Hier, du hast da nichts zu suchen. Das ist hier der heilige Botaniertempel. So. Pass mal auf. Kann ich das in die Offhand nehmen? Ja. Dann kann ich nämlich hier das Hühnchen da reinleiten. Du bleibst hier. Komm her. Na komm. Ja, da bin ich. Ja, wo ist er? Hopp. Rein mit dir. So, Schnucki. Und weil ihr so brav wart, bekommt ihr jetzt natürlich was zu futtern. Hier ein Snack für dich, wenn ich denn rankomme. Und ein Snack für dich. Tada! Und wisst ihr was? Dann mache ich das gleich mal da weg. Du bist ein Held! Ach, du bist ja, ich bin ja der Blödeste von allen. Ah, jetzt rennt es mir wieder. Oh Mann, ey. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Oh, ich hab nichts da. Komm, Mann, 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 Mann. So, hier, 4 Stück. Mann, 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 Mann. Komm her, du jetzt. Folge mir. Halt, erstmal zerschlagen. Und jetzt komm. Komm, schau mal. Leckerli. Komm. Komm home. Hallo, ich bin ein Huhn. Ja, pass auf, dann bleibt ihr mal drin, ihr zwei, bevor ihr mir da abhaut. Und du kommst dann mal her. So, wieder Offhand. Da rein. Komm, jetzt aber hier. Schnuggiputzi. Zack. So. Und weil du ausgerissen bist, gibt es keine Belohnung. Deswegen bleibt es bei mir. So. Ich habe jetzt muss ich noch anpflanzen. Habe ich Crops? Ja. Die Karotte.
Ich nehme jetzt einfach mal das hier oder die rote Beete. Lass mir die mal auswachsen. Licht genug ist da. Und jetzt soll ich mit der Schere abschneiden. Ich sollte mit der Schere jetzt diese. Sag bloß, das ist eine prozentuale Chance. Moment, wo ist mein Buch? Erstmal schlafen. Ich soll doch. Ich brauche diese. Wie heißen es? Diese Herbs. Oder Spirit. Spirit. Ja, das Teil, da brauche ich. So, und ich soll rote Beete mit der Runic-Schere abbauen. Da steht er prozentual? Nee. Und Spirit Herbs Seeds habe ich nicht. Zumindest mir nicht bewusst. Also, keine Ahnung. Entweder brauche ich hier Glück und muss mit rechts. Oder ich muss es mit links abbauen. Ich baue es mal mit links ab. Okay, das bringt mir gar nichts. Anscheinend muss ich jetzt hier die ganze Zeit stehen und hoffen. Funktioniert nicht. Deswegen entlasse ich mich hier mal, denn wir wollen ja heute ME machen. Ja, das ganze Zeug habe ich unten. Ihr fragt euch garantiert, warum ich hier ist oben und da ist unten oder so, ist egal. Die Plattform, weiß ich gar nicht, beim letzten Mal habe ich die schon gezeigt. Habe ich jetzt mit Holz gemacht. Mal schauen, wie weit der ist, wie läuft. Da probiere ich sowieso noch mal was aus. Und das ist jetzt quasi so mein Tisch mit ME. Ich habe mir bereits von oben ein Solarpanel, ein. Okay, komme ich hier dran. Hingestellt, damit ich hier Strom habe. Da kommt mein Accelerator rein, oder wie es heißt. Und die Segmühle, denn ich brauche Zerdusquarz Staub. So, das sind jetzt so die Materialien, die ich brauche, um quasi für ME in dieses Zeitalter endlich einzusteigen, das man eigentlich schon bei Charlie hätte machen sollen. Und deswegen fange ich jetzt mal an. Also, ich brauche hier einen geladenen Zertus-Quarzkristall. Habe ich mir angeschaut. Ach so, den kann ich jetzt so bauen. Ah, da war ich schon falsch. Ah, ja, ist klar. Dann bin ich doch nicht ganz vorbereitet. Macht aber nichts. Ich habe ja ein Jump-System. Dann klaue ich mir mal hier 8 Stück. Spring wieder nach unten zu meiner Base und hol mir hier ein Zertus-Quarzkristall raus. Jo, schnell mal vorflitzen. Wenn der mir sagt, ich soll einen geladenen machen, dann lade ich mich mal hier. Bumm. Eine Quest. Schockierend habe ich erreicht. Was steht denn da? Finde geladene. Ach, die kann man finden auch. Ich stelle mal mein Kabel hier weg rein, das stört mich ein bisschen hier in der Auflage. Ich weiß, interessiert euch nicht, aber so. Gut, danach brauche ich ja Flux-Kristall. Ich meine, da brauche ich mir keine Gedanken drüber machen. Die nehme ich mir hier kurz raus und lege sie wieder rein. So, diesen auch, den lege ich mir da hin. Das ist also ziemlich einfach. Danach brauche ich einen ME-Controller. Da geht es jetzt schon los. Himmelsteinblöcke, Halleluja, die habe ich natürlich jetzt wieder oben. Denn die hatte ich mir auch schon gebrannt. Und ja, da komme ich später dazu. Da komme ich später dazu. So, also ich soll jetzt quasi hier weitermachen. Schaffe ich momentan nicht, da ich ja diese Sachen hier brauche. Und für die Sachen. Ich brauche einen Logikprozessor. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, gell? Also da habe ich es euch rausgelegt. Genau, ich mache mir das. Ich arbeite das mal ab, so wie ich das hier rausgelegt habe. Denn ich brauche hier jetzt quasi einmal diese Gravurkalkulationsplatte, dann dasselbe quasi mit Konstruktionsdruck, Gravur Silizium und einmal Gravur Logikdruck. Die habe ich jetzt hier alle vorbereitet. Das ist ganz normal Zerdus Quarz Essenz und ein Goldbahn. Dann mache ich das. Hier ist der Gravur Konstruktionsdruck. Man findet ihn auch in diesen Himmelsmeteoren. Ich hab einen in der Farmwelt, ich könnte jetzt mal runterklettern. Halt, das ist jetzt der geladene, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass der funktioniert. Der muss rein. Oh, der funktioniert gar nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Au, ich brauche ja den reinen. Ach genau, den habe ich ja schon in die Pfütze. In die Pfütze geworfen. Wie war denn das? Lass mich mal kurz überlegen, wie habe ich denn den klein bekommen?
Ich glaube, ich musste Cerdus Quarz mit Sand kreuzen. Sand, give me Sand. Oh. Dann Flitze, Flitze, Flitzebogen. Ah, so war das, gell? Genau, dann bekomme ich diesen Cerduskeim. Da hatte ich mir welche vorbereitet. Leute, das dauert Jahre. Jahre. Ich habe hier mal welche reingeworfen, da seht ihr sie noch. Die liegen jetzt halt ungefähr, ich müsste jetzt eine Lüge sagen, so 3 Stunden oder so drin und wachsen nicht. Und dann steht drauf 22%. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern soll. Ich lasse es jetzt einfach da drin liegen. Deswegen habe ich auch meinen Ring ausgezogen. Das dauert mir zu lange. Und aufgrund dessen sagt mir das Buch oder der Mod, ich soll mir hier. Wo sind wir denn? Falsch. Doch, hier habe ich angefangen. Der sagt mir, ich soll. Wo war ich denn jetzt hier? Hier in der Karte war ich, dachte hier. Und der meinte, ich soll den ja in den Kristallwachstumsbeschleuniger hinzufügen. Dann geht er schneller. Das probieren wir natürlich direkt aus, weil. Ach, komm her. Weil hier habe ich noch 16 Zerduskeime drin. Und den Kristallwachstumsbeschleuniger habe ich mir auch rausgelegt. Das ist dieses Teil hier. Und ja. Ich könnte natürlich jetzt einfach craften, da ich auf dem Server spiele und vote. Also wirklich ein sehr billiges Rezept. Und wahrscheinlich, wenn ich diesen Mod irgendwann nochmal spielen sollte, werde ich auf jeden Fall auch diese Vote-Eier benutzen. So, also wir sehen, um das Teil herzustellen, brauche ich schon wieder andere Sachen. Zum Beispiel Eisen, habe ich jetzt glaube ich auch nicht dabei. Quarzglas, Fluxblock, Glaskabel. So, wo fangen wir an? Wir fangen an beim Quarzglas. Das kraft, ach nee, wir fangen nicht so an. Ich nehme jetzt hier mal Eisen. Habe ich Eisen? Nein. So, wieder nach oben. Ja. Also, so fangen wir an. Das ist nämlich alles für den Kristallbeschleuniger hier nicht. Da kommt der geladene noch rein. Das heißt, ich brauche für diese ME-Kabel, die ich ja benötige, quasi Quarzfaser oder andere Kabel. Ich habe jetzt diese Quarzfaser da liegen. Die baut man so. Deswegen mache ich mir hier einfach mal spontan 42 Stück. Als nächstes habe ich dann jetzt natürlich diese Quarzfaser gebaut, lege mir dann diese Flux-Kristalle rein und mache mir Kabel auch gleich, da lege ich richtig zu. So. Jetzt benötige ich Quarzglas, das heißt der Zerdus-Quarz-Staub ist ganz normal, also diese Zerdus-Quarz hier in den Sackmüll rein, oder was ist das hier? Ja, in den Sackmüll, und der macht mir Staub, der macht mir also alles an Staub, was ich brauche. Und da mache ich mir jetzt nochmal eine Menge Quarzglas und dann bin ich schon hier mit meinem Rezept. Das heißt, dieser Fluxblock, das sind ganz normale 8 Blöcke oder 9. Ich glaube, das waren 8. Ne, 4, ach, das war anders. Stopp, das war 4 waren das. 4. Dann habe ich so einen Block. Also, das ist ja simpel, das Ergebnis. Jetzt muss ich bloß ein bisschen aufräumen. Sonst habe ich zu viel. Und die Zerdusqualme nehme ich noch. Den geladenen brauche ich nicht. So, jetzt quasi habe ich mein Rezept für diesen Kristallwachstumsbeschleuniger. Da. Leider ist das hier kein Rezept, wo man. Das hätte ich mir hier gewünscht, hier drin. Weil man geht davon aus, dass jeder weiß, wie ein ME-System funktioniert. Ich zum Beispiel kenne mich überhaupt nicht aus mit ME. Das wäre natürlich hier in dieser Klasse hier wäre es gut gewesen. Ich kann hier euch gar nicht sagen, was ich jetzt mit den ganzen Sachen hier anfange. Es sind Speicher und Zellen und ja, das werde ich hoffentlich jetzt irgendwann mal lernen. Ich habe bloß gelesen, man soll das hier in so eine Mitte stellen. Mit Strom geht es ohne Strom. So, jetzt haben wir schon ein Problem, ne? Wie schließe ich denn jetzt den Strom an? Wenn mein Kabel jetzt hier sich schon gar nicht verbindet. Ja, da habe ich jetzt echt ein Problem. Weil wenn ich die jetzt da reinschmeiße, ich probiere es jetzt mal einfach mal so und so, aber da passiert ja nichts. Gehe ich jetzt mal stark davon aus, weil der keinen Strom hat. Und nun braucht der anderen Strom. Was blinkt denn da oben hier? Was? Spinnhöhlen, was steht denn da oben?
Jetzt muss ich mir leider mal trotzdem in den Applied. Gibt es da ein Buch für mich? 17. Ach Gott, das sind wieder die ganzen Kabelfassaden. Das ist ja furchtbar. Jetzt stehe ich ehrlich dumm da. Haben die eine eigene Stromversorgung? Dann müsste ich ja die noch bauen. Auch das fehlt mir dann hier in dem System. Steht da, dass der was braucht? Da steht da, dass der Vibrationskammer, Energieakzeptator, dichte Energie. Ich brauche wahrscheinlich so eine Energiezelle. Das schaut so aus. Eieieiei. Das ist ja wieder völlig anderer Strom, aber gar nicht so schwer herzustellen. Ich mache mir jetzt mal so eine Energiezelle. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier alles das war, was ich jetzt hier ausgesucht habe. Gespeicherte Energie. Was fehlt mir noch? Ein Quarzglas. Du Leute, ich habe echt keine Ahnung von den Motten. Das seht ihr schon. Ich mache mir jetzt einfach mal so eine Energiezelle. Und die lege ich in mein völlig überfülltes Inventar. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass die dann hier Energie liefert. Irgendwie. Okay, das geht schon mal da drauf. Aber das verbindet sich auch nicht, Leute. Wie bringe ich jetzt da Energie rein? Ich kann auch nicht draufklicken. Ach, hört auf, das ist schon wieder was, was mich ein bisschen, glaube ich, gerade aufregt. Gespeicherte Energie. Energiezelle, die habe ich doch jetzt gebaut. Jetzt brauche ich die da. Das ist doch dasselbe. Oder? Das ist eine Energiezelle. Das ist genauso dasselbe. Und das ist eine Dichte, da brauche ich wieder sowas. Okay, ich könnte mir jetzt eine cheaten, ne? Aber jetzt ehrlich gesagt, wie bringe ich denn hier Energie rein, Leute? Ich probiere jetzt das mal aus oben, indem ich schlafe. Und ich knall da jetzt einfach mal ein Solar drauf, weil ich mag Solar. Okay, ich stelle jetzt mal dahin. So. So, mach du jetzt eine. Oder beide gleich? Oh, warte mal, wenn beide gehen, wäre es natürlich super. Wie kann ich jetzt überprüfen, ob der Energie hat? Gar nicht, ne? Da steht 0 AE, 200 KAE. Wie bekomme ich da jetzt Energie rein, Leute? Jetzt muss ich glatt mal schauen, wie man da das anschließt. Energie. Pff, keine Ahnung. Wie bekomme ich denn jetzt Energie hier? Ich brauche also. Ich muss da jetzt echt im Internet mal kurz nachschauen. Ich muss mal unterbrechen. Okay, also ich brauche einen Energieakzeptator. Das ist ja lustig. Dann schaue ich mir den glatt mal an. Den habe ich hier schon gelesen. Das ist quasi dieses Teil. Auch einfach zu craften. Dann baue ich mir den. Aber das, wie schon gesagt, wenn man sich überhaupt nicht auskennt. Wieso will er das jetzt nicht? Ich habe doch. Okay. Wenn man sich überhaupt nicht auskennt, ist das natürlich schon doof, sage ich jetzt einmal mal, was wollte ich. So, jetzt gehe ich aber trotzdem mal. Jetzt setze ich den hier drauf. Okay, der mag den schon mal. Das ist schon mal gut. Und jetzt, wenn ich jetzt das hier noch dran setze. Jawohl, jetzt lädt sich der auch auf. Aber ich muss das anders lösen. Ich muss das mal hier abbauen wieder. So. Ich habe mir das nämlich ein bisschen anders vorgestellt. Also hier kommt meine Energie rein. Hat der noch Energie? Ach so, das wird jetzt nicht funktionieren. Und dann quasi das hier drauf. Okay, der lädt es jetzt mit KAE voll. Aber wo sehe ich jetzt, ob der arbeitet? Da unten. Wie sehe ich das jetzt, ob der arbeitet? Verändert sich dann was? Ich schaue nochmal, ob ich eine bessere. Wenn ich jetzt diese dichte Energiezelle mache, brauche ich. Ach so. Und die große, wie schwer ist die? Die kann ich gar nicht herstellen. Die kann ich nur cheaten mit so einem Ei. Komm, hör auf, Leute.
Ich mache jetzt mal. Ich mache jetzt einfach mal weiter und hoffe, dass das hier unten funktioniert. Aber ich glaube, ich kann gar nicht weitermachen. Ich hole mir die schnell mal raus. 9%. Oh, das geht aber schneller wie sonst. Ich würde mir nämlich jetzt hier von diesen Energiezellen noch 7 bauen. Oder 8 gleich direkt. Ach so, ich mache das wieder einzeln. Wie geht denn das, Mensch? Okay, dann machen wir es eben so. 3. Ich habe echt keine Ahnung. Oder aber ich könnte mir natürlich das Rezept auch reinlegen, ne? Das ist natürlich einfacher. Da brauche ich jetzt noch. Ich mache jetzt nochmal 8. Komm. Oder insgesamt 4. So, dann war das so und so. Oder so ähnlich. Okay. Dann war das eben so. Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab's doch richtig gehabt. Quarzglas, Flügelstaub. Wieso macht das jetzt erst? So. Und dann brauche ich für diese Dichtezelle, für diese Zelle hier, einen Kalkulationsprozessor. Da brauche ich wieder die Grafurmaschine. Dann müssen wir uns wohl die Grafurmaschine erstmal bauen. Eisen, klebrige Kolben. Oh, die habe ich glaube ich nicht. Aber ich kann sie klebrig machen. Ich habe gedacht, ich bin perfekt vorbereitet, ne? Und wenn man dann aber wirklich sich nicht auskennt und dann kommt das eine und das andere dazu. Ja, da fühle ich mich echt hilflos teilweise. Wirklich wahr. Das ist einfach ganz schlimm. Was wollte ich jetzt machen hier? Ach, dieses Teil hier bauen. Eins zumindest. So. Das habe ich doch vorbereitet. Hä? Hier. Ich habe es doch vorbereitet, weil ich mir 4 Stück machen wollte. So, weil ich habe ja 4 so Gerätschaften. Jetzt will ich mal schauen, ob ich die. Oh, die brauchen ganz schön Platz. Der kriegt keinen Strom. Das heißt, mein ganzes Stromsystem ist dann wahrscheinlich von diesem Teil hier abhängig. Auch nicht. Von diesem. Braucht der überhaupt was? Der braucht überhaupt keinen Strom. Der braucht gar keinen Strom. Ich habe nämlich jetzt extra 4 Stück gebaut. Für die. Ja, gut, ich habe jetzt nur 3. Siliziumdruck. Also, ich glaube, das brauche ich als erstes. Silizium. Denn ich brauche diese Siliziumplatten. Da lege ich mal einen Stack rein. Ich sage bloß, da geht kein Stack rein. Ja, wie mache ich denn das? Soll ich mal heulen jetzt, Leute? Gedrucktes Silizium. Gravur. Gravur, Silizium und. Ach, das ist Silikon. Alter Schwede, bin ich jetzt bescheuert? Wo kriege ich jetzt Silizium her? Silikonessenz. Ach, ich hab die Essenzen raus. Na, ich bin ja bescheuert. Ich bin ja so bescheuert. Okay, die gehen, glaube ich, bloß da oben. Ich bin ja so blöd. Also manchmal frage ich mich ehrlich, ob ich für das Spiel geeignet bin. Ach, da geht nur eins. Und die brauchen keinen Strom. Das ist ja schon mal wenigstens was. Ja. Ach, fall doch nicht ins Loch. Jetzt habe ich die Dinger aufgesammelt. Die hält. Wo sind die jetzt? Ach, die sind schon fertig? Nö. Hä? Da sind sie. 41%. Oh, das geht aber schneller jetzt. Aber man sieht nichts arbeiten. Ne? Wahrscheinlich, weil das die 4 Wasserblöcke jetzt sind. Gut, jetzt habe ich ein gedrucktes Silizium. Wisst ihr was? Dann mache ich gleich das nächste rein. Als nächstes brauche ich ja das hier. Das heißt die Gravurkonstruktionsdruck. Gravurkonstruktionsdruck und eine Silizium. Oh, die geht gar nicht rein. Wieso geht die nicht rein?
Gedrucktes Silizium. Habe ich doch. Gedrucktes Silizium. Hä? Ihr seht schon, ne? Wieso geht das jetzt nicht rein? Da steht Gravurmaschine. Gedrucktes Silizium lässt sich nicht reinlegen. Ich brauche Kalkulationsprozessor. Das brauche ich da. Gedruckter Kalkulationsscheitdruck. Das heißt, ich brauche hier einen reinen Zertusquarzkristall. Den habe ich doch jetzt gar nicht. Echt schon wieder am ihr merkt schon, ne? Wieso geht es jetzt, weil das da oben drin liegt wahrscheinlich, oder? Lass mich mal ausprobieren. Genau. Ah, jetzt geht's rein, aber das hat nicht gepasst mit dem, weil okay, jetzt verstehe ich das, glaube ich. Gravurkonstruktionsdruck. Was kann ich damit machen eigentlich? Ein Diamant. Okay. Was kann ich damit machen? Ein Diamant rein, dann bekomme ich das. Gut, dann machen wir das. Diamant habe ich da. Einfach mal ausprobieren. Jetzt fehlt mir hier aber das Silik. Nee. Achso, jetzt macht er mir nur die Sachen. Dann brauche ich noch so eine Maschine. Oder ich kann ja mal die letzte nehmen. Okay, so rum ist falsch. Ich soll ja das hier machen. Da brauche ich diesen reinen Zertuskristall. Da sind wir doch gerade drüber. Aber wie habe ich den jetzt gerade hier hergestellt? Ich habe doch da... Ne, da fehlt mir noch. Hier drin. Oh, die wachsen. Schau mal, die wachsen. Gleich mal rausschauen. Sind jetzt garantiert über 50%. Oh, 64. Das gefällt mir gut. Da bekomme ich gleich welche. In der Zeit würde ich dann noch hier erstmal reinschauen. Weil ich blicke, glaube ich, jetzt mit dem ganzen Zeug hier nicht durch. Ich brauche quasi eine Maschine, die alles macht und eine Maschine, die mir quasi nur das vorbereitet. Okay, dann habe ich ja hier noch eine Platte frei. Dann müsste das quasi das für Gold sein. Gravur Logistikdruck. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Genau, so. Das habe ich jetzt gemacht und dann brauche ich einen Redstone. Oh, Redstone habe ich, glaube ich, doch, habe ich auch vorbereitet. Das lege ich dann da rein und Redstone. Okay, das funktioniert. Aber das, ob ich mir das merke, ich glaube, das muss ich mir echt aufschreiben hier. So, dann habe ich einen Logistikprozessor. Jetzt muss das aber dann trotzdem... Oh, das ist da, da, puh. Ob das ein wenig umständlich ist, das Ganze. Also, pass auf, ich lege das jetzt hier nochmal eins hier rein. Und das Diamantteil da oben. Brauche ich dann hier auch Redstone? Ich brauche überall Redstone. Immer Redstone. Okay, wenigstens was, was ich mir merken kann. Okay, dann brauche ich ja nur noch diesen Kalkulationsprozessor und da fällt mir dieser reine Zertuskristall. Gut, hey, schau, wir sind nie fertig. Oh, oh, ich kann es gar nicht erwarten. Okay, das habe ich jetzt so einigermaßen verstanden. Bisschen umständlich. Für mich. Und ich brauche aber den, damit ich da mehr Strom kriege. Aber eigentlich will ich eigentlich mehr Strom. Der läuft ja, ne? Und die brauchen keinen. Und ja. Hm. Ist mir geil. Ich habe mir aber für diesen Kalkulationsprozessor habe ich mir extra so eine Karten, diese Karten hier rausgelegt. Diese fortgeschrittenen Karte. Aber da brauche ich auch wieder Kalkulationszeug. Also diese Kristalle scheinen sehr wertvoll zu werden. Und ich denke, da müssen dann noch einige mehr hier rein. Und ich, vor allem, ich muss mal schauen, wie man das hier organisiert bekommt, dass man das miteinander verbindet. Also ich, vor allem mich stört, dass ich hier immer nur ein Silikon reingeben kann. Ein einziges. Und vor allem, ich habe kein Output, kein gar nichts. Ich produziere einfach mal vor. Es gibt, wie heißen das, Gravurdrucker. Das, da gibt es dann
Drucker. Oh Mann, 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 Mann. Nee, wie heißt das Ding? Inscriber. Gravur. Wie heißt denn die Maschine da? Gravur. Da gibt's keine bessere, ne? Mist. Oder gibt's da Advanced? Was haben wir da alles Advanced? Bringt mir gar nichts. Und fortgeschritten gibt's auch nichts. Gut, keine Ahnung, wie ich das jetzt schneller machen kann, weil das mit einem Silizium, das ist ja Wahnsinn. Da muss ich mir ja hinstellen und da geht ja richtig viel Zeit drauf. Und ich weiß bloß, ich brauche da jede Menge von diesen gedruckten Silizium und Redstone. Ich kann ja hier, ich kann nicht mal da einen Stack reinsetzen, ich kann immer nur eins reinsetzen. Und das ist ja sowieso falsch. Das ist auch falsch. Ich kann immer nur eins reinsetzen. Ob ich das ME-System mag, ich bezweifle es. Ganz einfach. Oder ich stelle mich einfach nur dumm an. Das kann bei mir durchaus sein. Bin auch nicht mehr der Jüngste. So. Sind die jetzt schon fertig oder wo steht denn das? Blinken die dann auf? 95%. Gut, ich mache mal Pause, bis die fertig sind. So, da halte ich sie auch schon in meinen Händen, diese Kristalle. Und ich lege mir die auch gleich mal da rein, damit ich einen Kalkulationsdruck bekomme. Alter, ist das schwierig hier. Wahrscheinlich halten mich alle wegen für doof gleich. Aber, mein Gott, es kenne ich nicht aus. So, wie war denn das jetzt hier? Genau, jetzt kann ich mir so eine gedruckten Kalkulationsschaltkreis bauen. Danach, wenn ich das jetzt noch im Kopf habe, das Rezept. Hey, wir haben schon 36 Minuten und ich habe euch ME versprochen. Ne? Merkt ihr was? Wahrscheinlich sagen die anderen, hey, das ist doch ganz einfach, das geht so und so und so. Und ich sage euch, ich habe keine Ahnung, habe ich euch ja vorher angekündigt. Okay, ich brauche den Prozessor, Kalkulationsprozessor. Das heißt, ich brauche eine Prozessorscheibe. Was ist da drin? Kalkulation. Logistik. Wo ist mein Prozessor? Ach so, warte mal, das war glaube ich dann so, ne? Genau. Ich werde mir das nie merken. Aber reichen doch vier. Ne, ich brauche noch. Doch, ich habe nur vier gemacht. Meine Herren. So. Jetzt habe ich hier eine bessere Energiezelle. Die knall ich mir direkt hier dran. Wieso lädt er die nicht auf? Weil es nachts ist wahrscheinlich. Gehe jetzt mal davon aus, dass hier mein Solar leer ist, genau. Der muss erst aufladen und ich, wisst ihr was? Ich helfe den mal ein bisschen nach. Ich nehme mal den weg. Und würde dann den stärkeren da mal reinschmeißen. Mit zwei Upgrades. Lichtlevel. Sag bloß, der Block außenrum stört. Oder hat es was mit der Sonne zu tun? Okay, es lädt sich langsam auf. Jetzt hoffe ich nur, dass der auch Energie bekommt. Der bekommt aber keine. Ach doch, jetzt lädt 1,6 MA Milliarden AE, heißt es wahrscheinlich. Kilobyte AE oder so. Egal. Also, ich werde auf jeden Fall hier da nichts mehr weiter schaffen. Den Controller will ich noch machen. Da brauche ich nochmal einen Konstruktionsprozessor. Den habe ich doch. Diese Himmelsteinblöcke habe ich auch. Irgendwo. Dann legen wir das mal rein. 1, 2, 3, 4. Das. Und natürlich nichts gemerkt. Wo ist denn jetzt mein Block? War das das Teil da, ne? Diese Fluix. Was hat er jetzt geschrieben? Ich brauche reine Fluix? Nee, oder? Ach, jetzt hör auf. Da muss ich ja die auch machen. Dann. Ach du. Okay, dann wird sich's da noch ein bisschen hinziehen. Ich denke, ich werde dann die Folge mal hier beenden und werde quasi mir hier erstmal alles vorbereiten. Das ist ja irre Vorbereitung.
56, die haue ich jetzt aber auch. Bringt es mir was, wenn ich die jetzt aufteile? Hier 28 und da 28? Oder bringt es mir was, wenn ich jetzt die größere Zelle hier unten habe? Ich sehe gar nicht, was der hat. Ich meine, der verbraucht ein bisschen. 85. Ja, aber der war noch nie auf Null Hunden, ne? Denke ich. Kann ich dir euch jetzt gar nicht sagen. Ich lasse das jetzt mal laufen. Würde aber trotzdem hier die Folge beenden, denn ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier noch fertigstellen kann. Da wird es ja eine Stunde, bis dieses Video rum ist. Ich habe jetzt 40 Minuten. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich muss mich erstmal auseinandersetzen, wie ich da das überhaupt dann zusammenbaue. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von diesen Applied Energistic und diesen ME-System und ich weiß ja nicht, was ich dann mit Sicherheit später noch falsch machen werde. Ich bleibe hier unten, ich mache mir ein paar so reine Kristalle auf und den anderen noch ein paar. Wir haben jetzt statistisch mäßig 3,13 und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Die sollte ja morgen oder übermorgen kommen. Tschüss.